Das Bildnis als Resultat eines psychologischen Kampfes? Zwei Machtansprüche scheinen in der Situation des Porträtierens aufeinander zu prallen. Der Künstler hat die Vision des überlegenen Schöpfers, der Porträtierte den Wunsch, der Maler möge fast hellseherisch das Bedeutsame in seinem Gesicht erkennen und im Bildnis festhalten. Ein besessener Porträtist ist auch der Maler Rolf Lukaschewski. Ein Kritiker nannte ihn den Fassbinder der Malerei. Er will die Masken der Normalität durchdringen und das Abgründige der Personen sichtbar machen. Einen Blick hinter die Fassade versuchte er auch im Doppelporträt seiner Eltern. Den Effekt seiner Bilder erreicht er durch Überzeichnung und schrille Farbkontraste, denn die Farbe steht für Lukaschewski in Zusammenhang mit der Psychologie des Porträtierten. Eine eindeutige Interpretation ist auch das Porträt eines französischen Kunstkritikers. Rolf Lukaschewski beansprucht die kreative Vermessenheit eines engagierten Porträtisten, der das wahre Gesicht seiner Modelle enthüllen will. So wird der Maler auch zum Psychoanalytiker auf Bestellung seiner Kunden, denn er soll erkennen, was sie vor anderen eher verbergen. Es sind auch ihre Wünsche, die er damit erfüllt. Rolf Lukaschewski arbeitet nicht nach dem lebenden Modell, sondern nach Fotografien, die er selber aufnimmt. Das Foto zeigt wohl das äußere Abbild. Das ist ja meistens die Fassade nur. Und wie es psychisch und seelisch oder auch geistig in den Menschen selber aussieht, das ist ja eine Sache, die interessiert mich ja sehr, diese Dinge sichtbar zu machen und, wie gesagt, dann klarzulegen. Und eben über das Foto hinaus. Das Foto ist nur das äußere Abbild, nicht? Peggy Guggenheim. Lukaschewskis Porträts sind auch Entwürfe zur Umgestaltung anderer Menschen. Das Porträtieren als ein aggressives Liebesverhältnis. Meine jahrelange Freundin Barbara Rothschild habe ich porträtiert. Wir saßen mal abends zusammen und wir kennen uns schon sehr lange. Und naja, sie kennt auch meine Arbeiten. Und auf einmal hatte sie die verrückte Idee, warum ich sie nicht auch mal malen sollte. Und ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, auch ein paar Zeichnungen gemacht. Im Park, in einer Umgebung, die ich eigentlich für ganz günstig hielt. Und es ist ein Porträt entstanden, ein Ölbild. Als sie es gesehen hat, sagte sie erst schön, gut. Dann merkte ich doch, dass sie im Laufe des Gesprächs etwas aggressiv wurde. Und da war mir klar, dass da irgendetwas angerührt wurde in dem Porträt. Wahrscheinlich ein bisschen, was sie ein bisschen schockiert hat, nicht? Sie war auch immer sehr leger angezogen und eher ein bisschen nachlässig als fein. Sie hat das Porträt also in ihrer Wohnung gehabt dann. 2-3 Tage später kam sie in einer ganz neuen Erscheinung auf einmal in die Galerie. Und sie war also beim Friseur gewesen, gepflegt, sehr fein und eher glücklich und auffällig. Und sie ist also das Porträt im Grunde geworden dann, nicht? Picasso hat ja die Gertrude Stein gemalt. Und Gertrude Stein hat das Bild auch abgelehnt. Und hat gesagt, das bin ich nicht, wie du mich gemalt hast. Und dann hat Picasso gesagt, so sagt man, das Porträt
Das Modell muss dem Porträt ähnlich werden. Und in diesem Fall habe ich das so erlebt, dass also die Frau Rothschild ihrem Porträt ähnlich geworden ist. Sie ist nicht ähnlich geworden, sondern sie ist das Bild geworden dann.